Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von ETS hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute wieder Multiplayer. Frisches Bier aufgemacht. Und so kann es auch losgehen. Wir fahren heute nämlich zu Nied. In Deutschland ein bisschen hin und her. Ich musste leider leer vom Metz fahren. Und jetzt ein bisschen nach Düsseldorf. Ich glaube Düsseldorf fahren. Jetzt dürfen wir eben von Düsseldorf bis nach München fahren. Mit einem Auflieger von Cyanid. Man sieht, sind doch 10 Stunden. Länger würde ich jetzt nicht fahren, länger hatte ich gerade keine Lust mehr. Und ich glaube, der eine wartet hinter uns. Oh, perfekt. All singles. Aber das Einzige, was wir wirklich hier noch brauchen, ist ein bisschen eine Copyright-Musik drin. Dann macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß, wenn wir ein bisschen Musik hören. So, jetzt Beilung. Oh ne, falsch rum. Pff, bin ich doof. Oh, ein bisschen schneller gefahren, als man darf. Ist mir aber teilweise gerade egal gewesen. Ich wollte nämlich über die Grünen noch drüber kommen. Oh. Ja, Leute. Cyanid heute. Von, wie gesagt, glaube ich, Düsseldorf. Ne, von Duisburg, so. Bis nach Dings runter. Es wird eine relativ lange Fahrt. Das wissen wir eigentlich jetzt schon. Aber ich sage jetzt mal, wie war es? 3 Stunden, Viertelstunde? Ja, knapp halbe, dreiviertel Stunde sind wir unterwegs, locker. Gucken wir auf die Uhr, also wir haben es jetzt gerade 4:15. Also nicht früh, sondern nachmittags, also abends. Ja, und wir fahren jetzt wieder alleine an einem Feiertag. Weil theoretisch wäre im echten Leben das jetzt verboten zu fahren. Aber... dann eben nicht. Können wir gleich mal am besten, wenn er noch neben uns ist jetzt hier. Nicht, wenn der Truck an ist. Oder fährt. Wow. Er hat touchiert. Hab heute auch einen leichten Unfall gehabt. Also ich war nicht dran schuld, sondern er ist zu früh mit seinen Anhänger rangefahren. Dadurch habe ich nochmal 1% reingeholt an Schaden. Ist jetzt nicht weiter schlimm. 1%, der tut mir ja nicht weh. Aber zum Glück. Also wenn man hier Lackkratzer oder sowas sehen würde, dann könnte sich gewaschen gewaschen machen, weil es Truck ja auch nicht mal schön aus. Und wenn das weit ist, dann Halleluja, dann alle, die noch einen Unfall bauen. Also könnt ihr euch vorstellen, wer Paluten kenne ich jetzt gerade wie Paluten einfach auf meinen Sitz. Halb eingeklemmt und so. Und ich fahre ja, ich fahre 3 km/h zu viel, aber es ist nichts entgegengesetzt. Ich hatte vorhin einen gehabt, der ist locker 100 gefahren. Mit Hänger, also der hat es ganz schön in das angezogen. Jetzt kommt der andere wieder. Auch nicht. Naja, durch die Lex ist es ein bisschen nervig. Wir können aber mal kurz gucken. 48. Und runter. Ich hoffe, wir kommen schnell weg.
auch, also würde mal sagen, schnell genug sind wir weggekommen. So, jetzt geht zwar der Film weiter. Ich habe nämlich vorhin die ganze Zeit noch Asphalt Cowboys geguckt. Und jetzt die Wiederholung von Ice Age Kollision voraus. Finde ich geil im Film. Also finde ich gut gemacht. Aber heute ist es SpongeBob geschaut. In einem Film. Richtig, richtig nice. Oh, da war zu groß. Oh. Bremsen hier, sonst hier noch blitzen mit Spin. Komm, geht's noch einigermaßen. Ich habe noch mal geguckt, wir haben einen Fahrer eingestellt mit einem Standardwagen von Volvo. Und ich würde mal sagen, wenn, dann kaufe ich mir noch ein, neues Fahrzeug, ein Scania. Und baue ein bisschen auf. Und die kostet etwas und man braucht ein paar Level dafür. Wir könnten wir uns das mal kurz leisten reinzugucken dann. Also Tank reicht noch genug aus, ein paar Kilometer zu fahren. Stunden noch. Es sind gerade 5 Minuten vergangen. Jo, okay. Das, man darf nicht hinter sich auf die Uhr gucken. Wenn ich umziehe, mache ich mir eine ganz andere Gaming-Ecke, sage ich euch. Da wird sich vieles ändern, hoffentlich. Aber es wird in nächster Zeit nicht passieren. So wie dass ich nach Hamburg fahre, hat sich doch ein bisschen umentschieden. Weil ich das komplett verpasst habe zu buchen. Aber die Gamescom, da steht sowas von fest. Dass wir hier in die Ecke runterfahren wieder. Zwar alleine, aber finde ich auch nicht schlecht, weil so kann man auch ein bisschen locker sein. Ist natürlich scheiße auf das Auto fahren. Wird extrem langweilig. Aber ich mache mir keine Gedanken, weil dort ist nämlich dann ein bisschen ruhiger. Man kann fahren, wenn man möchte. Man kann sich Zeit lassen, wie man möchte. Hingehen, wo man möchte. Und muss sich eben nie auf den anderen so, jo, hallo, ich würde langsam fahren, es wird mir langweilig oder sowas. Und das ist auch gut. Auch gut, dass es eben bis Samstag diesmal geht. Und ich eben Tag nachher fahre, am Sonntag. Das ist, kann ich ausgeschlafen hinfahren. Und das ist schön. Aber nur, dass es dieses Jahr nicht so das Problem gibt wie letztes Jahr. Da war nämlich Hotelbuchung falsch gewesen. Also beziehungsweise die haben gesagt, hier, ihr schuldet uns noch so und so viel Geld. Die waren nämlich Mittag, frühstücken. Und ich sagte, nee, um die Uhrzeit waren wir schon lange weg, wo das Frühstück da war. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir los waren. Aber es war trotzdem geil. Hat Spaß gemacht, freut mich. Hotel war geil. Ecke, naja, gut, Parkplätze. Aber trotzdem. Ich freue mich, dieses Jahr freue ich mich am meisten auf den Landwirtschaftssimulator. Den ich eben mit als erstes ansteuern werde. Ich werde mir auch erkundigen dieses Jahr, welche Spiele so ungefähr da sind oder welche Publisher. Wir können ja auch einige Sachen ausprobieren, wie von Besta, also hier Ledge of League, also LOL oder sonst was irgendwas ausprobieren. Dafür finde ich, ist die Gamescom gut, auch wenn die Spiele schon da draußen sind oder so. Also kann man das mal anzocken, wie sind denn die Spiele? Da, man kann sie natürlich auch kaufen, via der Rückerstatten. Das geht ja auf Steam, das habe ich erst vor kurzem gemacht mit Production Line, weil es doch nie mein Spiel ist. Und trotzdem finde ich das nicht schlecht, weil es sind eben viele, viele andere Games und ja. Ich finde es eigentlich ja zum Test nicht schlecht. Ja.
Und dann looky looky mal. So, wir sind jetzt noch 7 Stunden unterwegs. Wir möchten damit man jetzt schon Pause machen müssen, wie verrückt, aber... kann ich leben, nicht wahr? Danach werde ich das auch schneiden. Wie gesagt, das ist jetzt für die Woche vom 11. Also kommt das Video am 11., 12., 13., 6. raus, wenn ich richtig denke. Und da ist ein halbes Jahr schon vorbei. Sollen wir mal tanken gehen? Ach, wir wollten doch eigentlich mal rausfahren. Um Lucky Lucky machen zu gucken, wie teuer ein Scania ist. Boah, es lächelt wie ein Gesicht einfach. Boah, es war auch so ein richtig geiler Giftgrün. Richtig, richtig geil mit so einer Musterung. Also grün und so richtig schönes Giftgrün. Ja doch. Radarkontrolle. Fahr ich einfach mal so durch mit meinem 4 Plus. Ah ja, dann ist es so. Ganz ruhig, ja, rüber. Oh, zum Glück kam keiner. Sonst wäre ich jetzt arschkartenmäßig drauf gewesen. Also einige grüßen nicht. Oh ja, dann ist es so. So, dann gucken wir mal. 6,5 Stunden. Ey, die Zeit vergeht ja wie verrückt. Wir haben gerade mal 10 Minuten verbraucht. Bin ich stolz. Bin ich stolz. Wie gesagt, immer rausfahren. Aber wenn ich wüsste, wie jetzt der Chat angehen würde, ich glaube mit was mit M? Jetzt wird Tempomat raus. Komm, gib Gas, Junge. Okay, Diff. Bin ich 582? Nee. Das ist Lichttube gewesen, okay. Nein, wir wollen eigentlich kein Differential anmachen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer mehr. Wie das ging jetzt. Gut. Hier unten waren wir schon mal, okay. Müssen wir hier rüberfahren. Dass wir uns mal die Kurve das alles machen lassen. Schön, schön, schön. Ich war schon kurz davor, nach Polen rüber zu fahren. Oder nach England. Problemchen wäre dabei gewesen. In England hatte ich keine Lust. Die Strecke war zwar kürzer gewesen. Und Polen wäre ein bisschen länger gewesen. Aber hätte es mehr Geld gegeben. Wir haben aber noch in Deutschland, nee, in Polen hätte man tanken können. So. Ja, ich sitze immer noch am Bier. Wenn du fahrst, sollte man hier auch nicht trinken. J. Muss ich mir merken, J ist, genau, J. Ist Lichttube.
Oh, man sieht so wirklich extrem viel mehr. Aber man sieht seitlich zwar fast gar nichts mehr. Es müsste auch noch reinkommen mit Tieren oder sowas. Das wäre richtig krank. Dafür gibt es eben keinen Eurotrag 3, aber hier setzen sie sich dran. Das ist ein Spiel, wo sie sich wirklich extrem dran setzen mit der Arbeit und. Also kannst du umschalten, okay. Mit K. Ja, wenn man das eben nie oft spielt, dann ist es so, dann vergisst man das. Wer ist denn überhaupt hier? Zocker 21, naja, gut, okay. Oh. Ja. Ich glaube, das muss man sich auch noch alles mal umbauen auf die Lenkradbelegung. Vielleicht holt man sich auch mal ein neues Lenkrad. Weil das Lenkrad ist echt scheiße. Mann, nein, fahren wir jetzt vorbei. Mannheim. So. Du hast den Fahrplan vergessen, mein Michael. Nur weiß keiner, wie schön es war. Du hast den Fahrplan vergessen, mein Michael. Schön es war. Obwohl ich da erst Falschkurves gesehen habe, ist auch richtig geil. Weil das Leben eines auf der Straße Lebenden, kann man fast schon sagen, Fahrer, ist schon hart. Auch für die Frau, mit der man verheiratet ist oder sowas. Auch die Konzentration, die man jetzt während des Fahrens, also überlegt mal, man würde jetzt hier wirklich 8 Stunden hinterm Steuer sitzen. Ist schon nice. Klar, man hat Musik und so, macht seine Pausen und man kann zum Beispiel kein Bierchen trinken, wie ich jetzt. Naja, wie gesagt, alles nicht gerade schön so auf der Straße. Aber es ist trotzdem, es ist ein Job, den man respektieren soll, den Hut zu ziehen davor und alles mögliche, Leute. Jo. Oh, meine Maus, die werde ich dann auch gleich so ein krass Wiese reinstellen. Mal gucken, wie sie das gefallen wird. Mal Abwechslung. Ist auch gut, also Mäuse brauchen Abwechslung. Und ich bin ja im Moment auf einer Anzug von Kleinen. Ich habe nämlich 14 kleine gehabt, 14 kleine Mäuse, die ich im Moment jetzt, wo das Video rauskommt, getrennt habe. Oder genau heute trennen muss, weil sonst können sie wieder schwanger werden. Und sagen wir es mal so, es wäre echt schade, die irgendwie wegzugeben oder so. Verkaufen versuche ich sie. Im Notfall kriege ich sie weg, leider durch Schlangenverfütterung. Aber was soll man machen, wenn man die nicht wegkriegt? Also. Ich versuche schon zu trennen, Kumpel will auch noch, ich muss noch sowieso noch mal anschreiben, wie es aussieht, ob er jetzt haben möchte oder nicht. Dann sind vielleicht 4 Mäuse weg und 7 habe ich, das heißt, es sind immer noch 3 zu viel. Wenn ich Glück habe, frisst sie noch die Kleinen auf, mit etwas Pech natürlich nicht. Ja, Pech oder nicht. Es ist traurig, wenn sie so frisst. Also von 14 sind jetzt 7 durchgekommen und Eiweiß bekommt sie wie verrückt von mir. Also die bekommt schon Mehlwürmer, die kriegt Käse, die kriegt alles Mögliche, die kriegt vieles. Aber irgendwas fehlt ihr vielleicht. So an Kräuter oder sowas kann ich noch nichts geben, weil selbstgezüchtet ist noch nichts richtig da gewachsen. Außer das Gras, selbst die Gänseblümchen hier. Das Basilikum ist langsam ankommen und da freue ich mich richtig, wenn ich das selber ernten kann und essen. Aber im Moment leider sieht das schlecht aus. So. Ich überlege gerade, wann habe ich denn die Mäuse eigentlich das letzte Mal gemistet? Wir haben ja gerade heute Montag und ich hatte zum letzten Feiertag hatte ich die. Glaube ich mal.
Ja, man merkt ja an, dass er Hunger hat. Aber die wird dann eben das Grasnest bekommen, die... Weil, wird so ein bisschen rumgraben dürfen. Und er wird es auch machen. Und... Das Futter bekommt sie dann noch. Mehlwürmer bekommt sie dann noch. Sie ist alleine im Käfig. Das ist vielleicht die Trauer dabei, dass sie eben alleine ist. Aber klettern kann sie viel. Ja, es ist keine Abwechslung. Das ist die Scheiße. Aber was soll ich machen? Ich kaufe mir jetzt kein zweites Weibel. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur Weibel habe, dann Geld umsonst rausgeworfen. Es ist zwar nicht nur teuer eine Maus, aber dann habe ich wieder zu viele. Und ich will eben drei vielleicht behalten, größeren Käfig noch holen. Vielleicht Männel auch noch behalten, extra Käfig, aber da kommt vielleicht nochmal ein extra Video. Da muss ich mal gucken, hier unten ist irgendjemand. Ja, schön wäre es, wenn ich wüsste, wie die Funke funktioniert, beziehungsweise man einfach mehr mit mehr Leuten, die unterwegs sind, und die Funke richtig benutzen kann. Also das, Zivilfunk, heißt das in der Kurzform, ZF, ZV, ZF, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht weiß es ja einer von euch. So, wir wollten ja dann noch gucken, wie teuer ein Scania ist, aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Das sind ja noch 3 Stunden, das heißt 5 Minuten, glaube ich. Klar, pro 3 Stunden bin ich 5 Minuten gefahren. So, jetzt sind wir 10 Stunden, das heißt 10, naja, ein bisschen. So. Das ist ja auch nochmal auch bald vorbei. Da haben wir ziemlich viel Zeit, haben wir vorbei geredet. Vielleicht sollte ich auch nochmal ETS Sturm aufnehmen, weil ich glaube, das sind eins der besten Parts. Und wenn man stumme Sachen aufnimmt, kommen die jedenfalls auf meinem Kanal nicht schlecht an. Gut, okay, ich halte auch mal meine Schnauze, also deswegen vielleicht. Aber ja. Gut, gut, gut. Ich bin auch froh, dass irgendwie dann eben der Part vorbei ist, weil ich keine mehr nichts mehr einfällt. Tanken muss ich dann auch irgendwann mal. Achso, der Auftrag bringt 40.000, ne 30.000. Das heißt, wir sind bei 120. Vielleicht können wir uns ja doch einen Scania leisten. Scheiße, bloß weil im Multiplayer, glaube ich, läuft die Dings nicht. Hier unten war man noch nicht. Ich wüsste auch nie mit irgendwie anderen Profil oder sowas. Wüsste ich auch nicht, ob wir hier schon waren. Ja, Mäuschen, du kriegst dann gleich was. Da steht nämlich noch alles draußen. Ah, man darf nicht seine Mäuse beobachten, wenn man fährt. Und dann ist es nicht das Bier, was mich ablenkt. Die an der Decke umkrabbeln, das ist verrückt. Das macht es aber auch seit noch nicht lange. Kann ich mir aber vorstellen, dass es eben dadurch war, dass sie schwanger war und sowas nicht machen wird. Bin ich sowieso gespannt, ob das Männel noch mal sie geschwängert hat. Und wie die Kleinen jetzt auch weiter wachsen. Vielleicht kommt ja auch mal eine kleine Dia schon noch dazu. Mal schauen. Wir von Tag zu Tag wachsen. Natürlich nicht immer die gleiche Position, weil die Kleinen sich verwechseln, rum und rum, hin und her. Weil ich auch nicht immer die Kamera so reingehalten habe. Dann von außen eigentlich immer gemacht habe. Weil das Haus sich geändert hat. Muss ich mal überlegen, vielleicht kommt da was. Wie gesagt, nach einem Monat mussten sie getrennt werden, so ungefähr, tut mir leid, in 3, so in 3, 3, so.
Rechnet der eine kommt auch drei ab, da habe ich zwei zu viel. Da wird sich der eine Kollege freuen, weil der nämlich zwei Schlangen hat. Wie gesagt, das muss man alles gucken. Es ist echt schade, um die Mäuse dann zu verfüttern. Aber das ist dann leider so. Sowieso gucken, was das für Tiere sind. Männle, Weibel, beides. Ich habe mal vor kurzem das gehört, dass es auch Tiere gibt, die einfach das Geschlecht wechseln können. Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber gut, ich würde mal sagen, Mäuse zählen nicht dazu, weil... Nee. Nee, also, dass da auf immer was wächst oder sich einwächst, nee. Das hätte ich auch irgendwo lesen müssen, dürfen, sollen. So, Kreditraten, schön. Das heißt, innerhalb von zwei Parts wurden uns Kredit von 20.000 abgezogen und wir haben 38 verdient. Das heißt, wir haben insgesamt 28 gewonnen. So. Aber ich würde mal sagen, wir fahren mal trotzdem hier raus tanken, weil das ziemlich geil hier aussieht. Micha, mein Micha und alles tut mir weh. Vielleicht kriegen wir auch ein schöneres Bild hin als von uns gerade das. Wo hier glaube ich schon wieder die Schlucht auch. Oh, was sieht so geil aus, die Tanke dort oben. Es ist doch scheiße, dass es dunkel ist. So. Concentration. Wieder auf die Bremse und Gas gehen, weil ich die ganze Zeit ohne fahre. So vielleicht. Ich warte mal lieber, bis das Song weg ist. So. Wieder rein, runterschalten. Ich hoffe, hier ist kein Auto. Nö, nö, gut. Gut, tanken. Das weg. Oh, eh. Das ist eine Ruhe. Die Ruhe vor Stück. 1,14 der Diesel. Naja, fast realistisch. Also, wenn der Benzin bei uns schon heute 1,50 ist. Diesel 1,14, Benzin 1,35. Naja. Also bei mir hier vor der Haustür. Shell war heute gewesen 1,45. Der super. Den Rest gucke ich ja nicht. Weil wir uns mal. Die paar Minuten schon auch noch. War jetzt auch nicht viel, was wir getankt haben. Wir sind jetzt auch nur noch bei 80.000. Achso, ja, wir haben Kredit vor uns abgezahlt. Hey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute von Euro Truck Simulator verliebt sind. Also eigentlich ein Dankeschön an die Macher. Es ist nicht das größte Simulationsspiel oder so. Das ist ja glaube ich Landwirtschaftssimulator. Das größte Simulspiel. Aber trotzdem wird auch eins von den obersten sein. Wenn ihr überlegt, allein auf diesem Server waren vor uns 1.100, der andere ist voll mit 2.000 oder 3.000 irgendwas. Dann noch die ganzen anderen kleinen, also allein im Multiplayer sind fast 5.000 heute unterwegs. Jetzt zur Zeit. Das ist noch eine Tankstelle, aber außerhalb. Würde mich mal interessieren, ob die vielleicht billiger ist als die, wo wir jetzt getankt haben. Das einen Unterschied macht. Hier
Simpsons, morgen 20.15 Uhr. Und ich muss wieder am Mittwoch arbeiten gehen für 3 Tage. Dann habe ich wieder am Wochenende, dann wird wieder gestreamt. Eigentlich würde ich heute. Aber ich weiß nicht, ob ich heute noch mache. Von Montag zu Dienstag, vom freien Tag auf den nicht freien Tag. Gut, ich bin mal gespannt, ob in München überhaupt was los ist. Würde mich mal interessieren. Jetzt, bis zum nächsten Part werde ich, glaube ich, mal hier ein bisschen Musik drauf gemacht haben. Von der Copyright und sowas. Und mal ein bisschen Musik hören. Ja, runter und dann bin ich mal gespannt. In München waren wir noch nicht gewesen, deswegen... haben wir dort noch ein Fragezeichen, also eins sehe ich. Wäre glaube ich schlau gewesen, wenn wir ihn später gefahren. Da werden wir aber glaube ich noch diesen Part mal schnell hinfahren. München sieht ziemlich leer aus. Oder auch nicht. Das sind schon ein paar Fahrer in der Nähe. Also wir haben das ein Fragezeichen. Das wird Ding sein. Das, was ich immer wieder brauche und möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den rammen darf. Sollen wir jetzt... Nee, wäre eben noch keinen nur Collision Zone gewesen. So, schnell mal Eingabe. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja gut, hier ist nur Collision Zone. Los geht's, das ist okay. Das wird nämlich die Agentur sein und da hinten wird irgendein Händler sein. Beides will ich mal kurz anfahren. Denn neue Leute ist auch gut. Da haben wir es geschafft. 30.000 haben wir. Und wir können wieder was Neues. Also hier haben wir noch... die 1, 2, 3, 4 brennbare Magnesium, Streichholz, Sicherheitsstreichhölzer, Aluminium, Natrium. Ich würde aber fast sagen, die hochwertige Fracht. Da kann man natürlich noch mehr Geld. So. Neue Teile sind verfügbar. Guck mal, klemmerig. Also wir haben... Okay, die Radkappen sind die einzigen, die vielleicht sind. Der Hauptspiel verchromt. So, Scania. Was gibt's denn da schön? Da gibt's 3000 Sachen, deswegen stürzt er gleich wieder ab. Ach du Heilige. Der Ingenieur Explosiv Wood. Alter, das sieht ja geil aus. Lenkrad aus Holz. Hauptspiegel aus Chrom. Ey, ist auch richtig viel dazugekommen. Ist bei denen der Unterschied Euro, achso, der Euro, die Euro-Klasse. Alter. Also es lohnt sich schon, Scania zu fahren. Deswegen Fahren. Und da können wir ja mal gucken, ob das vielleicht sogar ein Scania-Händler ist. Also wir sind jetzt so knapp 35 Minuten so ungefähr. Und dann gucken wir mal, Leerbremse leer. Also die Agentur ist mir gerade sowas von egal. Also mir ist wichtiger, was das für ein Laden hier ist. Ich
Besuchen kann man es ja irgendwie sowieso nicht. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Schwerlast. Aber mir ist es trotzdem wichtig, was hier ist. Ach, guck mal, es geht sogar nicht schnell. Man. Gut, dann fahren wir eben hier auf den Parkplatz hoch. Parken ein bisschen ordentlicher. Und dann gucken wir mal kurz. Und zwar gehen wir auf LKW-Händler. Scania, da haben wir nicht viele. So, die besuchen wir mal kurz. 105.000. So, wir halten nicht viel zur Auswahl. Leisten können wir uns keinen von denen mit 112. Alter. Au, mein fucking holy shit. Oh mein Gott, ab Level 25. Oh, ist das geil. Eigentlich würde ich den Scania R 2012er nehmen. Der ist richtig... Oh, ja. Oh. Die können wir uns noch nicht holen. Wir können erst mit hier anfangen. Und sagen wir mal, wir holen uns den mit normalen Ruf. 300 PS. 125. So, wir machen mal die Ausführung ändern. Denn das möchte ich gerne wissen. Fahrerhaus. Highhoof. So. Wir brauchen natürlich auch ein besseres Fahrwerk. 6x2 ist irgendwas ein bisschen besser. Auch viel Schwergut. Als teuerste holen wir uns nicht, das wird zu teuer. Motor muss natürlich auch geändert werden. Sind wir 191. Differential muss natürlich geändert werden. Sind wir bei 198. Und jetzt kommt das Wichtigste. Alter, hier gibt es so viel. Oh. Exklusiv Dark. Exklusiv Light, Exklusiv Wood, Alter, ist das nice, 203.000, also man soll sich natürlich schon wohlfühlen, bloß den LKW werden wir mal sicher nochmal ändern, wechseln müssen, leider, also wir sind bei 200.000, was irgendwie schon weh tut, wir können aber nochmal einen Kredit holen, aber wir haben schon so viel laufen. Das ist schon ziemlich viel. Na gut, darum kümmern wir uns nächstes Mal. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nur noch eine Erinnerung nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen würdet auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt Mansi. Ciao, ciao.